Onstage Talk. Ich begrüße ganz herzlich Jared und Ovura zum heutigen Interview. Ich kann mit der ersten Frage anfangen. Also wie man hier aus den Einblenden gerade sehen konnte, bist du Ovura KV-Lerner bei PIT. Genau. Und Jared, du bist Marketing- und Kommunikationsleiter bei PIT, Leiterin bei PIT. Petri Sagling Schweiz und Igora. Jetzt eine Frage an dich, Jared. Was macht PET Recycling Schweiz und was macht die Igora Genossenschaft für Aluminium Recycling? Ja, zu deiner Frage. PET Recycling Schweiz ist zuständig für die Sammlung und Recycling von PET Getränkeflaschen. Die Igora Genossenschaft für Aluminium ist zuständig für das Recycling von Aludosen zum Beispiel, aber auch von Tiernahrungsschalen, Mayonnaise zum Beispiel. Okay. Ovura, ja. Du absolvierst KV-Lehre bei PET. Genau. Wie bist du dazu gekommen und also, dass du deine Lehre in der Recyclingbranche machst, wie bist du dazu gekommen? Also tatsächlich war es eigentlich so, dass ich mich für den Berufslehrverbund Zürich eigentlich beworben habe. Dort habe ich auch meine Bewerbungsgespräche, all den Prozess durchgelaufen. Und wie heisst das? Die haben mich dann weitervermittelt an die PET Recycling Schweiz. Und ja, bin jetzt seit knapp eineinhalb Jahre jetzt bei der PET Recycling Schweiz der KV-Lehrende. Okay. Und was sind dann deine alltäglichen Tätigkeiten? Also jetzt bei mir ist es zum Beispiel so eingeteilt, dass ich am Montag, dass ich immer jeden Tag eine neue Abteilung habe. Zum Beispiel am Montag bin ich in der Buchhaltung, da bin ich zuständig fürs Rechnungenfassen. Am Dienstag bin ich dann im Verkaufsinnendienst, da werde ich dann eher Bestellungen müssen erfassen, also Bestellungen von unseren PET-Büchsen, die dann reinkommen. Und am Mittwoch bin ich dann beim Marketing, also eher sogar im Social-Media-Bereich, zum Beispiel auch. Ich musste letzte Woche noch ein TikTok-Video erstellen für unseren Kanal, PET Recycling Schweiz. Das könnt ihr euch gerne dann auf TikTok anschauen, von unserem Kanal. Okay, und könnt ihr dann daheim recyceln? Also, um ehrlich zu sein, bevor meiner Lehre habe ich mich nicht wirklich mit dem Thema Recycling befasst. Aber seit der Lehre habe ich auch gesehen, dass es viel mehr Vorteile hat. Und auch ein grosser Vorteil ist, dass man auch Geld sparen tut, wenn man halt einfach also den Müll trennen tut, also PET-Sammlung, Karton-zu-Karton-Sammlung, Alu-zu-Alu-Sammlung. Es lohnt sich dann einfach auch mehr für den Kehrichtsack und auch für das Geld, das man dann spart. Und bei dir, Sharon? Sehr ähnlich. Also ganz früher haben wir Nanik gesammelt, aber heute sammeln wir PET, Alu, Papier und Plastikflaschen. Okay. Und unterwegs, was kann man denn machen, wenn jetzt nicht gerade neben einem so einen Sack oder so einen Container steht mit PET oder Alu? Ist eine gute Frage. Also wir arbeiten daran, dass wir die Sammlung unterwegs oder Entsorgen unterwegs für euch immer bequemer machen können. Es hat inzwischen über 60'000 Sammelstellen in der Schweiz für PET Recycling. Aber ja, wir arbeiten daran, dass es noch mehr werden. Toll ist, wenn man die Flaschen ein paar Meter dreht und dann in eine Entsorgungsbox entsorgt. Eben, nicht alle gehen in so eine Entsorgungsbox. Wo gehen die meisten PET-Flaschen und Aludosen dann verloren? So genau wissen wir es nicht, aber wir vermuten schon unterwegs und wir vermuten, dass die Flaschen im Kübel landen. Okay. Das heisst, sie gelangen nicht mehr zurück im Kreislauf und sind für immer verloren? Sie werden verbrannt, wenn sie im Kübel landen. Und darum, jede Flasche, jede Dose zählt. Bitte in die Richtung Sammelbox entsorgen. Eine Frage an Ovura. Welche Möglichkeiten hast du denn nach der Lehre? Also ich habe mir darüber schon ein paar Gedanken gemacht. Also ich zum Beispiel werde dann den Weg von der BMS gehen. Und natürlich gibt es auch Leute, die dann nicht vielleicht BMS machen möchten. Und dann können die zum Beispiel die Berufsprüfung machen. Und wenn die noch weiter gehen wollen, können die auch noch die höhere Fachschule machen. Und dann vielleicht wie heißt es, Diplom am Marketing, irgend so etwas dann bekommen. Genau. Okay. Wir haben im Teil vor den Kreislauf angesprochen. Wie funktioniert der PET-Kreislauf denn genau, Sharon? Ja, der PET-Kreislauf ist ein Begriff, hat man sicher vielfach auch schon gehört. Schön ist, es findet 100% in der Schweiz statt. Also die Lastwagen fahren kurze Wege, was gut fürs Klima ist. Der Kreislauf beginnt mit der Sammlung. Also man trinkt sein Getränk, man bringt es zurück an eine Sammelstelle. Von dort aus wird es transportiert ins Sortierzentrum. Vom Sortierzentrum geht es in die Verwertungsanlage. Es wird immer wieder gereinigt in der Verwertungsanlage, dass man lebensmitteltaugliches
PET daraus herstellen und von dort aus geht es zu den Abfüllern, die wieder ihre Getränkeflaschen herstellen. Wenn man das spielerisch erfahren will, kann man das hier bei euch beim Bildschirm. Dort haben wir ein Kreislaufgame mit tollen Preisen zum Gewinnen. Mhm. Awura, du hast vorher erwähnt, dass du ein TikTok-Video produziert hast. Genau. Was ist die Message von diesem Video? Also die Message von diesem Video ist einfach, junge Leute wie ihr zu animieren, unsere PET-Flaschen richtig zu entsorgen. Das ist die Message von diesem Video. Und wie bist du da vorgegangen? Also ich habe die Aufgabe bekommen, ein Video zu machen, das auch etwas mit der WM zu tun hat, die jetzt gerade am Laufen ist, also mit Fußball. Und da ich ja selber auch noch Fußball spiele, habe ich noch mehr Ideen gehabt, wie ich das Video genau machen will. Ich bin dann, habe ich dann Storyboard geschrieben, habe dann meine Leute geholt, die dann vor der Kamera stehen. So bin ich davor gegangen, wir haben das Video gedreht, dann haben wir es nachher geschnitten, veröffentlicht, bearbeitet, neue Effekte hinzugefügt und dann, genau, dann haben wir es auf TikTok auf unserem Kanal veröffentlicht. Okay, das wäre es jetzt schon gewesen mit dem Teil 2. Leider müssen wir den Awura jetzt verabschieden. Genau. Geht doch dort rüber, nachher könnt ihr das Pet Game spielen und einen tollen Preis gewinnen. Genau, perfekt. Bis gerade. Willkommen zurück zu unserem dritten Teil. Ich begrüße dich, Julia. Hoi. Du arbeitest neu bei PET und ALU. Was ist deine Aufgabe? Genau. Hoi, Enea. Ich freue mich auch, heute da zu sein. Ich arbeite seit dem Sommer bei PET Recycling und ALU Recycling. Ich bin bei der Sharon im Team von der Marketing-Kommunikation. Ich betreue dort unter anderem verschiedene Projekte, also so zum Beispiel den Igora Umweltpreis, Recyclingkunst oder auch das PET-Game auf pet.ch. Und was ist denn der Umweltpreis? Also auf welchen kann ich mitmachen? Genau, der Umweltpreis ersetzt eigentlich den Prix Metal Recycling, den wir bisher hatten, der es schon sehr viele Jahre gegeben hat. Neu werden Menschen ausgezeichnet, die mit einer besonderen Recycling-Story von sich zu reden machen. Heute sind natürlich alle bewundernswert, die recyceln und so die Wertstoffe im Kreislauf halten und Ressourcen schonen. Es gibt aber Menschen, die das noch viel engagierter machen, noch extremer, noch nachhaltiger oder kreativer. Und das sind Kandidatinnen und Kandidaten für unseren Umweltpreis. Okay. Und muss ich noch schnell ergänzen? Sorry. Genau, die Menschen, das können ja, Frauen, Männer sein, Kinder, Jugendliche, spielt keine Rolle. Das sind Menschen, die sich vielleicht um den Abfall von anderen kümmern, Menschen, die besonders viel sammeln, besonders gut trennen und schlussendlich Menschen, die inspirieren. Okay, und um was geht es dann bei p.ch? Genau, wir haben es vorher auch schon gesehen bei pet.ch. Es ist ein Recycling-Game, wo man in 5 kurzen Schritten PET-Flaschen kann recyceln, online kann recyceln und da gibt es monatlich coole Preise zum Gewinnen. Und auf was ich mich sehr freue, ist der Dezember, dann haben wir das Adventsgame, wo man jeden Tag schöne Preise kann gewinnen kann. Und auch heute kann man mitmachen und gerade dort am Stand mitspielen und für jede Teilnahme gibt es einen guten Preis. Okay. Recycling-Kunst, das klingt auch noch spannend. Was kann ich mir darunter vorstellen? Sharon? Recycling Kunst, ein weiteres Projekt. Wir machen es zum 23. Mal dieses Jahr. Das ist, Menschen können, also Kinder, Jugendliche, Erwachsene, man kann auch in Gruppen mitmachen, aus Metallverpackungen Kunstwerke schaffen. Also man bastelt, man schafft Kunst. Und dort haben wir auch noch eine Sonderkategorie, digitale Recycling-Kunst, wo man am Bildschirm ein Kunstwerk gestalten kann. Es gibt natürlich auch tolle Preise zu gewinnen. In jeder Kategorie gibt es 1'000 Franken für den ersten Platz, 600 Franken für den zweiten Platz und 400 Franken für den dritten Platz. Und wer entscheidet das dann? Also wer gewinnt, wer ist denn die Jury? Also jetzt kann man noch bis am Ende Januar kann man noch Kunstwerke einreichen und dann wird also die Bevölkerung abstimmen über die Kunstwerke. Plus gibt es eine Jury, das ist der Jean-Claude Würmli, der Alex Oberholzer, der Filmkritiker, kennen ihr vielleicht, der René Hauser, Susanne Graf und der Clemens Wild. Okay. Alle Informationen gibt es übrigens auf PET Recycling-Kunst. Recycling-Kunst.ch. Genau.
Das war es eigentlich schon gewesen mit unserem Interview hier an der Brussels Stage. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Sharon, bei der Julia und natürlich auch beim Ovua. Danke dir. Danke dir.